Dann heißt es ja so, herzlich willkommen zu der dritten Vorlesung zu Rechnernetze. Und das letzte Mal hatten wir ein ganz wichtiges Thema aufgegriffen, das wiederhole ich heute gerne nochmal, und zwar das Thema der Schichten. Das sind ja wirklich die wichtigsten Punkte, die sich immer verinnerlichen müssen, weil es eigentlich die Basis darstellt, wie so ein Netzwerk aufgebaut ist, welche Herausforderungen da bestehen und welche Aufgaben eben erfüllt werden müssen. Also ich wiederhole es während der Vorlesung jetzt über das Jahr hinweg wirklich öfter, damit es wirklich sich bei Ihnen sehr gut setzt. So, schauen wir also nochmal, welche Aufgaben haben so ein Netzwerk und welche, wie ist das Ganze unterteilt, wie geht man an diese Herausforderungen in verschiedenen Schichten heran. So eine Schicht hat immer die Aufgabe, quasi von der unteren Schicht einen Dienst vorauszusetzen und nach oben hin für die oberen Schichten einen Dienst bereitzustellen. Wenn wir jetzt also so ein Netzwerk von unten her aufbauen, beginnen wir mal mit der ersten Schicht, also Layer 1, Physical Layer, die physikalische Schicht. Die hat die Aufgabe, dass nach unten hin ist ja nichts verfügbar, da ist wirklich nur die physikalische Gegebenheit. Die hat die Aufgabe, Nullen und Einsen zu übernehmen und das zu übersetzen in irgendein Signal, irgendeine Welle, die sehr abhängig ist natürlich davon, was für ein Medium wir gerade haben. Also bei Kupferdrähten ist es eine besondere Art der Emulation, wie das Signal emuliert wird. Bei Mobilfunks eine andere, da muss man überlegen, wie kann man die Nullen und Einsen in irgendwelche Wellen umwandeln, die dann über die Luft übertragen werden können. Bei Lichtleitern ist wieder was anderes, da überlegt man sich andere Elemente. Aber diese Basisfunktionalität soll bereitgestellt werden von der untersten Schicht. Die zweite Schicht hat eigentlich zwei Aufgaben. Das ist die Data Link Schicht und die Medium Access Control Link. Also eigentlich sind es zwei Aufgaben, die sie erfüllt. Das ist oft zusammengefasst: Data Link und Medium Access Control, also Medienzugriff. Und in diesem hat die Schicht die Aufgabe, einmal zu modulieren, dass man quasi Pakete, die man von oben bekommt, also hier soll ein ganzes Paket versendet werden, und das soll jetzt erstmal übersetzt werden in diese Nullen und Einsen. Also die Paketierung ist eine wichtige Sache, und das andere ist, dass es dabei auch die Aufgabe gibt, wenn mehrere gleichzeitig auf das Medium zugreifen können, diesen Zugriff zu koordinieren. Das ist halt eben wichtig, wenn wir über die Luft sprechen zum Beispiel und mehrere Sender gleichzeitig senden können und es nicht gleichzeitig passieren darf, sonst kommt es ja zu einer Kollision. Und dann kümmert sich diese Medium Access Schicht darum, den zu koordinieren, wer eben wann senden darf. Und zweitens eben das Ganze in Pakete zu verpacken und nicht nur einzelne Bitströme zu betrachten. So, und wenn von oben eben ein Paket kommt, das versendet werden soll an einen speziellen Nachbarn, dann wird diese Schicht dafür, ist diese Schicht zuständig zu schauen, wann darf ich senden. Und wenn ich senden darf, dann übertrage ich eben das Paket in so eine Bitfolge und übergebe es an die untere Schicht. Beim Empfänger kommt diese Bitfolge an, dort wird sie eben entgegengenommen, wird geprüft, ob es ein richtiges, valides Paket ergibt. Das heißt, dort findet auch eine Sicherung statt, also sowas wie wie Prüfsummen werden überprüft, um einfach zu sehen, ist diese Umwandlung hier richtig, ist das Paket so erlaubt, und dann wird es an die höhere Schicht weitergegeben. Also diese Layer 2 hat ganz pauschal gesprochen die Aufgabe, die Einhop-Kommunikation zwischen zwei Knoten zu realisieren, dass die sich, wenn sie miteinander benachbart sind, am selben Medium angeschlossen sind, dass sie sich Nachrichten zusenden können. So, in der Netzwerkschicht, in Layer 3, also Network Layer, wird das Ganze ausgeweitet, dass wir jetzt letztlich die Einhop-Kommunikation schon haben, und jetzt wollen wir, dass ein Host mit irgendeiner Adressierung auf A an einen Host B eine Nachricht schicken kann, und das soll über mehrere Hops jetzt gehen. Es gibt da verschiedene Alternativen, wie das Paket gehen kann, es gibt auch Sackgassen, es gibt auch alle möglichen Alternativen. Das Paket soll aber seinen Weg finden zum Empfänger. Das ist die Hauptaufgabe der Netzwerkschicht, dass eben das Paket über mehrere Hops dem Ziel zugestellt wird.
So, jetzt sind wir in der Transmission Layer, also die Verbindungsschicht. Da geht es um nicht mehr um die Verbindung von Hosts, Moment, Transmission, sondern von Anwendungen. Und das heißt, auf einem Host, hier hatten wir den Host A, können wir verschiedene Anwendungen laufen haben. Die nummerieren wir irgendwie mal durch. Und jetzt möchte eine Anwendung von A, die Nummer 1, vielleicht mit der Anwendung Nummer 2 auf Host B kommunizieren. Und an diese Verbindung können wir jetzt noch einige Bedingungen knüpfen. Die soll zuverlässig sein, die Reihenfolge der Pakete erhalten, die Datenverlust, die Pakete erneut senden. Das heißt, das, was hier letztlich passieren kann in der dritten Schicht, da sind halt verschiedene Pakete unterwegs, das ist unser Paket Nummer 1. Dann kann es vielleicht vom Paket Nummer 2 überholt werden, vielleicht gibt es eine Abkürzung. Und es kann auch passieren, dass Paket Nummer 1 doch nicht beim Ziel ankommt, sondern in irgendeiner Sackgasse und dort verworfen wird. Oder das Paket ist irgendwie verstopft und das Netzwerk ist irgendwie verstopft und die Puffer laufen voll und es muss verworfen werden. Und all diese Eventualitäten, dieses Unzuverlässige aus der dritten Schicht, soll eben in der vierten Schicht abgefangen werden. Dort wollen wir eben all das Zuverlässigkeit, Reihenfolge, Überlastkontrolle, Congestion Control, also dass auch das Netzwerk und die Empfänger überlastet sein könnten, das soll also berücksichtigt werden. Und letztlich auf der obersten Schicht, in dem Fünf-Schichten-Modell des Internets, der Anwendungsschicht, Ich schreibe mal nicht L5 hin, Application Layer, da geht es darum, wenn wir jetzt eine konkrete Anwendung umsetzen wollen, eben irgendeinen Webbrowser als Client und der soll bedient werden von einem Server, der die Webseiten hat, dann ist die Frage, wie sollen die Pakete genau aussehen, die hingeschickt werden, welche Anfragen gibt es, welche Antwortmöglichkeiten gibt es, also wie ist das Wechselspiel für diese Anwendung definiert. Und es geht einfach davon aus, dass die untere Schicht die Zustellung der Pakete richtig realisiert und wie das darunter eben umgesetzt wird, wie es implementiert wird, durch welche Protokolle auch immer, das ist der Anwendungsschicht letztlich egal, weil sie wollen, wenn sie eine Anwendung schreiben, unabhängig davon agieren können, wie das Netzwerk unter ihnen aussieht, ob sie per WLAN angeschlossen sind oder Ethernet. Es soll unabhängig davon sein, wo sie auf der Welt sind. Die Anwendung soll halt überall gleich laufen. Und deshalb gibt es halt Anforderungen an die darunterliegende Schicht und sobald diese Anforderungen erfüllt sind, eben, dass die Nachrichten zuverlässig zugestellt werden, ist die Anwendung glücklich. Da hatte ich noch erwähnt, dass wir auch noch zwei andere Schichten hatten. Früher, also in dieser von der International Standardization Organization, ISO, definierten Open Standard for Internet, wahrscheinlich, also OSI bin ich mir nicht ganz sicher, wofür das steht, dass dafür damals in der ersten Phase auch noch zwei weitere Schichten definiert wurden, eben die Kommunikationssteuerungsschicht, wo man von Sessions ausging, wo eben die Idee war, dass man so eine Art Pause für die Verbindung hat und der aktuelle Zustand soll zwischengespeichert werden und innerhalb der nächsten Zeit, ein, zwei Tage oder eben ein Zeitfenster, soll diese aktuelle Übertragung und aktueller Zustand wieder aufgenommen werden können. Die Funktionalität hat sich aber in die Anwendungsschicht verschoben. Das heißt, wenn man zusätzlich diese Internetverbindung, diese Verbindung nochmal neu aufbauen möchte für die Anwendung, dann macht man es nicht mehr transparent. Das geschieht nicht in den unteren Schichten. Das muss die Anwendung selber realisieren und muss erneut eine Authentifizierung zum Beispiel durchführen und ähnliches. Und letztlich gab es noch die Darstellungsschicht, die Representation Layer. Dieses Ziel hatte verschiedenartige Geräte miteinander verbinden zu können und einfach Zeichenkodierung zu übersetzen, wenn die unterschiedlich sind. Auch das hat man in die Anwendungsschicht verschoben, dass man sich einfach darauf einigt, wenn es für die Anwendung relevant ist, soll es geschehen, wenn nicht, dann soll es eben weglassen. Okay, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und hier wäre nochmal eine Visualisierung, wie diese Schichten letztlich zusammenwirken. Und wenn wir diese Schichten letztlich haben, dann muss man sich das ja vorstellen, dass wir für jede dieser Schichten Informationen mittragen. Also wir haben eine Information aus der Layer 2, wer der Empfänger der einen Hauptnachbarschaft zum Beispiel ist und wie die Prüfsummen sind. Und das ist da gibt es einen kleinen Header. Und dieses Paket, wie beginne ich das denn? Also ganz oben,
Oh, dann nehmen wir doch die richtige Grafik. Also ganz oben haben wir von unserer Anwendung irgendeine Nachricht bekommen, eine Message, die soll zum Empfänger. Vielleicht ist das unsere Quelle, ist der Client, der Webbrowser, und er stellt jetzt eine Anfrage an den Webserver. Und es ist einfach eine Nachricht, so wie sie in der Anwendungsschicht definiert wurde, was da drin stehen soll. Jetzt wird dieses Paket ja an die Transportschicht übergeben, damit sie angereichert mit zusätzlichen Informationen sich auf den Weg machen kann. Da kommt mindestens schon mal dazu die Information, von welchem Prozess das kam und an welchem Prozess es geht. Da gibt es noch manche zusätzliche Informationen, die dabei helfen, die Reihenfolge der Pakete zu identifizieren. Aber letztlich kommen Header-Informationen von der Transportschicht hinzu, die für die Transportschicht auf der Gegenseite relevant sind. Dann nimmt man dieses Gebilde, also dieses Paket plus dem Header aus der Transportschicht und übernimmt es so als Datenblock und fügt da erneut einen Header hinzu, das relevant ist für die Netzwerkschicht. Da steht zum Beispiel drin, welcher Host ist adressiert, wer ist der Absender, also Sender- und Empfängerhosts, welches Protokoll in der Netzwerkschicht wird verwendet. Und da sind alles Informationen drin, die für die oberen Schichten irrelevant sind, für die Netzwerkschicht aber eben wichtig ist für die Auswertung. Und schließlich wird dieser Datenblock noch so genommen und an die Sicherungsschicht übergeben, die ihrerseits wiederum neue Informationen hinzufügt, die für ihre Schicht relevant ist. Das heißt, von der ursprünglichen Nachricht M, die wir von der Anwendung hatten, wird erstmal ein Header von Layer 4 hinzugefügt für die Transportschicht, dann Header für die Netzwerkschicht und dann ein Header für die Sicherungsschicht. Und dieses Paket ist immer größer geworden und wird jetzt an den Next-Hop übertragen, über die Bitübertragungsschicht. Das heißt, dieser ganze konkatenierte Datensatz wird jetzt in Signal umgewandelt, irgendwie über unser Medium rübergeschickt. So, und jetzt sind wir wieder dort in der Sicherungsschicht und die Sicherungsschicht nimmt jetzt ihren Teil und schaut rein, was für sie relevant ist. Das heißt, bin ich der Empfänger in dieser Ein-Hop-Nachbarschaft? Ja, also wenn wir so ein geteiltes Medium haben wie die Luft, wo mehrere Empfänger das lauschen können, was da gesendet wird, dann muss halt jeder prüfen, ist die Nachricht für mich geplant oder nicht. Wenn es für sie geplant ist, dann stehen noch Informationen drin, wie die Prüfsummen. Und dann wird eben geprüft, ob irgendwelche Bits zufällig durch das Medium verändert wurden oder nicht. Und wenn alles für gut befunden wurde, dann wird es eigentlich an die nächste Schicht weitergegeben. In diesem Fall haben wir hier noch einen Switch, das ist ein bisschen eine Besonderheit. Da hatten wir ganz kurz, glaube ich, den Begriff schon eingeführt, dass diese Switches ursprünglich geteilte Medien, also wenn man früher mal so ein Bussystem hatte, an dem mehrere Empfänger angeschlossen sind und wenn einer was gesendet hat, haben es alle empfangen. Da gibt es jetzt die Switches, die dafür sorgen, dass es jedem so vorkommt, als hätte er das Medium für sich alleine. Also eigentlich hat man hier so einen Mega-Switch. Naja. Und jeder meint, ich habe das Medium für mich alleine. Naja, und in diesem Fall braucht der Switch nur die Information aus der Sicherungsschicht und leitet das an den Router weiter, sodass es diesem Absender A so vorkommt, als sei er direkt mit dem Empfänger B verbunden. Auf die Details kommen wir noch zu sprechen, aber das Wichtige ist, dass jede Schicht nur die für sie relevante Information auswertet. So, und wenn dieser Knoten jetzt die Auswertung durchgeführt hat und die Layer 2 Informationen für sie relevant waren, dann schickt unser Switch das Paket weiter und passt eben auch die Sicherungsschicht, also das, was für sie relevant war, als sich als neuen Anwender erneut, also leicht verändert ab. Also da trägt sie sich als Empfänger rein und ähnliches. So, also wir haben eine kleine Aktualisierung. Und dann kommt es an den Router. Okay. Und für den Router ist eben relevant, dort wird auch erstmal in der Sicherungsschicht geprüft, also erstmal in dieser Schicht, ist das Paket für uns, ist das Paket ohne Bitfehler übertragen empfangen worden. Wenn ja, dann schneidet unsere Netzwerkschicht hier in dem Router diese Information weg, das ist jetzt nicht mehr relevant, und übergibt das Paket eine Ebene höher in die Netzwerkschicht. So, jetzt sind wir hier in der Netzwerkschicht
Und für die Netzwerkschicht ist jetzt relevant, wie sieht jetzt der nächste Hop aus? Dazu gibt es Routing-Tabellen, sodass der Knoten auswählen kann, an welcher seiner Nachbarn er das verschicken muss. In unserem Fall ist es recht einfach, da gibt es nur einen Nachbarn. Wenn es noch Alternativen gäbe, würde der Router jetzt in diesem Fall entscheiden, wo es hingehen soll. So, na gut, also er wählt jedenfalls einen aus, fügt da erneut seinen Header hinzu. Das ist jetzt sein individueller von diesem Router. Und es geht weiter an den nächsten Hop. Und dort wird wieder von unten her ausgewertet. Es wird geprüft, hat in der Sicherungsschicht diese Bitübertragung erfolgt, richtig stattgefunden, gab es Bitfehler, sind wir der Empfänger. Wenn nicht, also wenn alles in Ordnung ist und wir der Empfänger sind, dann wird eben der Information der Sicherungsschicht entfernt und das Ganze an die nächste Ebene weitergeleitet. Jetzt sind wir in der Netzwerkschicht und in der Netzwerkschicht wird jetzt wieder geprüft, sind wir der Empfänger, sind wir der Host, der adressiert wurde mit dieser Nachricht, und wenn ja, dann übergeben wir diese Nachricht an die Transportschicht. Die Transportschicht schaut in ihrerseits in ihren Header rein und dort steht drin, für welchen Prozess auf diesem Host die Nachricht adressiert war. Da wird geprüft, ist dieser Prozess vorhanden, kann ich das zuordnen, stimmt die Reihenfolge, muss ich noch auf nachfolgende oder vorausgegangene Pakete warten, ist es wirklich das nächste Paket, das in der Reihenfolge jetzt erwartet wurde. Wenn ja, dann kann ich es ja weitergeben und dann entfernt auch unsere Transportschicht ihren Header und gibt das Paket an die Anwendungsschicht weiter, die jetzt sich eine Antwort übergibt. Also es werden immer diese Header vorgeschaltet mit der Information, die jeweils für diese spezielle Schicht relevant sind und von dem nächsten Hop oder von eben dem nächsten Auswertenden auf dieser Ebene ausgewertet. Also von dem nächsten Knoten, der in dieser Schicht agiert, das eben auswertet. Okay. Das müssen wir jetzt nicht wissen, nur damit Sie mal eine Visualisierung haben, welche wie so ein Protokollfamilie aussieht. Also da gibt es ganz schöne Grafiken dazu. Wir bewegen uns hauptsächlich, also das ist das ISO-OSI-Modell mit den Schichten von 1 bis 7. 7 ist die Anwendungsschicht. Die 6 war die Presentation Layer, 5 Session Layer, Transport Layer, Network Layer und Data Link Layer. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich so in diesem TCP-IP-Bereich, also in dem linken Teil, und schauen ein bisschen rein in LAN und ein bisschen rein in ATM. Also nur damit Sie mal wissen, es gibt ganze Protokollfamilien, die sich auf diese Schichten verteilen und eben die spezifische Aufgabe für diese Schicht implementieren. Nur damit Sie es mal gesehen haben, dass es eben eine Fülle von Protokollen gibt. Okay, so viel zu der Übersicht der Netze. Also was ist das Wichtige, was Sie mitnehmen sollen? Erstmal, dass wir diese Unterteilung haben in diesen Endbereich, wo letztlich nur die Clients, die Server sind und wir uns dann letztlich Gedanken machen, wie die Anwendungen zu implementieren sind. Und dann gibt es diesen ganzen Netzwerkbereich, wo die Frage ist, wie sieht die Weiterleitung der Pakete aus, wie sorgt man dafür, dass die Nachrichten auch in der Reihenfolge ankommen. Dann haben wir uns die Qualität angeschaut und jetzt gehen wir noch ein bisschen darauf ein, welche Sicherheitsaspekte so ein Netzwerk eigentlich erfüllen muss. Auch hier kann man mit verschiedene Angriffsmöglichkeiten oder Verwundbarkeiten betrachten. Also es gibt verschiedene, es gibt zwei große Klassen. Einmal kann man die Endsysteme angreifen mit Malware, Spyware, Würmer oder Daten auslesen, also auf der Anwendungsebene. Oder man kann auch versuchen, auf der Netzwerkebene Angriffe zu fahren, indem man versucht, ganze Hosts unerreichbar zu machen. Es gibt auch, man kann also in verschiedene große Bereiche hineindriften. Also auch im Netzwerkbereich gibt es auch Ansätze, dass man ganze Netzwerkpfade und Datentraffics umleitet, bösartig. Auf der Anwendungsseite können sich dann natürlich auch viel vorstellen, Daten auslesen. Und das reißen wir jetzt mal grob an, weil einmal gibt es dazu noch eine größere Vorlesung, heißt auch Netzwerksicherheit, und in Kapitel 8 dieser Vorlesung
werden wir das auch nochmal kurz angehen. Aber nur, damit Sie ein Grundverständnis dafür bekommen. Und die größte Herausforderung, warum wir so viele Angriffe auf das Netzwerk letztlich haben, ist, dass viele dieser Protokolle, damals als sie entwickelt wurden, nicht mit dem Hintergrund entwickelt wurden, dass es eine Vielzahl von Leuten nutzen wird, die bösartig sind, sondern es waren meist Wissenschaftler, eine Gruppe von Benutzern, die sich gegenseitig vertrauten, die sich gegenseitig kannten und wo es darum ging, eine Netzwerkinfrastruktur aufzubauen, die einfach genutzt werden kann und die für Arbeiten eben genutzt werden kann. Es ist genauso, als würden Sie in der Universität eben ein neues Netz aufbauen und Sie haben nur Kollegen um sich und das Ziel ist eben daran zu forschen, aber nicht mit der Vision, dass da später Milliarden von Leuten auf zugreifen und versuchen, ihre eigenen Ziele durchzusetzen. So, und deshalb hat es sich halt eben so entwickelt, dass zuerst die Internetprotokolle sich durchgesetzt haben, die ein funktionierendes Netzwerk realisiert haben. Es sollte schnell sein, es sollte die Dienste bereitstellen. Sicher musste es nicht sein. Und sobald es erfolgreich wurde, eben weil es so einfach und gut funktionierte, kamen die Sicherheitsaspekte auf. Und die dann nachträglich einzubauen, das ist jetzt richtig kompliziert. Also deshalb gibt es da viele Ansätze. Das Beste wäre so eine Art Clean Slate, dass man von ganz neuen Protokollen ansetzt, mit ganz neuer Architektur und ganz neuer systematischer Herangehensweise. Aber das lässt sich nicht machen. Also wenn Sie jetzt schon Milliarden von Teilnehmern haben, dann kann man die nicht dazu bewegen, einfach mal die Protokolle jetzt komplett von heute auf morgen zu wechseln. Und wenn Sie das mit IPv6 betrachtet haben, ob es sich durchgesetzt hat, wann es sich durchgesetzt hat, so Änderungen wirklich im Kern des Netzes, des Internets, die brauchen ewig, bis sie sich durchsetzen. Was haben wir denn eigentlich im Netzwerk an Herausforderungen? Sammeln wir noch mal ein paar Anmerkungen. Also was für Schutzziele haben wir denn? Was sollen wir denn an Sicherheitsleistungen erhalten? Nehmen wir mal, ja? Dass ich Nachrichten von A nach B schicken kann, ohne dass jemand mitlesen kann, der die Nachricht ist. Also einmal soll so eine Art Vertraulichkeit gegeben sein, dass eben die Nachricht nur von der Person gelesen wird, der Empfänger sein soll. Was noch? Ja? Anonymität. Okay. Okay, das wird schon schwieriger. Was haben wir noch? Ja? Die Nachricht soll schon manipuliert werden können. Ja, das ist die Integrität der Nachricht, dass sie eben nicht verändert werden kann. Ja, wobei Sie haben ja gesagt, nicht manipulierbar. Das ist ein bisschen anders. Kommen wir noch gleich dazu. Ja, haben wir noch Vorschläge? Ich hoffe, Sie können es lesen, es ist ein bisschen schwierig hier zu schreiben. Naja, also eigentlich kann man das ganz gut hinkriegen. Vertraulichkeit, niemand anders soll die Nachricht lesen, niemand soll die Nachricht manipulieren können. Es soll anonym sein, wenn ich den Stecker ziehe und das Internet aus ist, dann habe ich alles erfüllt. Oder? Dann kann niemand die Nachricht lesen, ob Freund oder Feind, ist anonym. Ja? Ja, dass niemand sich für sie ausgeben kann, die Authentifizierung. Also, dass sie sowohl wissen, wer der Empfänger als auch wer der Absender ist. So, das ist so ein Feature von PowerPoint. Wenn man da was angefangen hat, dann ist es weg. Welches Schutzziel wurde denn jetzt vom PowerPoint jetzt erfolgreich angegriffen? Die Verfügbarkeit der Folie ist nicht gegeben. So, genau, also das sind die Punkte. Also das Essentielle ist erstmal, dass wir den Dienst verfügbar haben.
Ein Angreifer kann eben auch den Dienst, das Netzwerk sabotieren und ungewollte Funktionalität hervorrufen, indem er dafür sorgt, dass es nicht verfügbar ist. Der zweite Punkt ist, wenn wir Kommunikation haben, soll eine Authentifizierung stattfinden. Das heißt, sowohl Absender als auch Empfänger sollen bekannt sein. Oder anders gesagt, wenn ich eine Nachricht an den Empfänger sende, möchte ich sicher sein, dass er die empfängt, und der Empfänger soll auch sicher sein, dass ich der Absender war, damit wir einfach Vertrauen haben, in dass das eine Kommunikation zwischen uns beiden ist. Vertraulichkeit, das wurde auch genannt, das heißt, es soll nichts abgehört oder gelesen werden können von Unbefugten, also vom Empfänger natürlich schon. Integrität, da wollen wir verhindern, das wurde auch so genannt, nicht manipulieren. Also ich muss mal die Definition ein bisschen anpassen, weil wir können natürlich nicht verhindern, dass die Nachrichten manipuliert werden. Das sind ja Bitströme, also 0 und 1, da kann jeder natürlich da was anderes weiterleiten, als der Empfänger hat. Aber Integrität beschreibt, dass Fehler nicht unentdeckt oder Änderungen nicht unentdeckt bleiben sollen. Das heißt, wir wollen eine Sicherstellung, dass die Nachricht unverändert wurde, unverändert blieb. Wenn eine Veränderung stattfand, dann wollen wir es erkennen können. Dann können wir sie immer noch verwerfen. Und Verbindlichkeit heißt im Englischen Non-Repudiation, also nicht Abstreitung, ist manchmal ein Schutzziel in der IT-Sicherheit, Netzwerksicherheit manchmal auch, dass Sie eben nicht abstreiten können, dass Sie die Nachricht gesendet haben. Okay, und Sie werden sehen, also diese Schutzziele, also genau, dann gibt es noch, Sie hatten Anonymität genannt, das ist schwierig in der Kommunikation. Also wenn Sie anonym kommunizieren, dann senden Sie ja eine Nachricht ab an einen Empfänger. Moment. Und der möchte Ihnen oft antworten. Wenn er aber nicht weiß, wer Sie sind, dann ist es schwierig. Ja, also wird meist, gucken wir nochmal im Detail an, wann das dann doch auftaucht. Gab es da noch eine Frage? Ja. Die Verbindlichkeit wird doch eigentlich eher auf der User-Ebene hergestellt. Ja, genau. Also die Verbindlichkeit ist oft ein Aspekt der User-Ebene. Und da gibt es noch sowas wie Datenschutz oder Privacy. Also das sind die großen IT-Sicherheitsschutzziele, die in der Netzwerkwelt bis auf die Verbindlichkeit, also diese ersten vier, die finden auf jeden Fall, sind relevant. Verbindlichkeit wird dann oft in die Anwendungsschicht verschoben, Privacy eigentlich auch, weil sie doch bei der Kommunikation eine Spur hinterlassen. Also das ist nicht in den Netzwerken erforderlich, dass sie verbergen, wer mit wem kommuniziert. Also wir schauen uns das jetzt im Detail an, also welche Angriffe es gibt und was sie im Detail angreifen und warum vielleicht das eine mal mehr ein Schutzziel ist oder ein gewünschteres Schutzziel ist als ein anderes. Aber diese Schutzziele, die tauchen immer wieder auf, egal welche Sicherheitsfragestellung sie betrachten. Eins davon wird dann oft angegriffen. Schauen wir uns also an, was die Angreifer tun können. Der Angreifer kann auf der Anwendungsebene irgendwelche Spyware installieren. Das ist so etwas aus der normalen Welt. Also Sie laden sich irgendeine Webseite runter und da steht, installieren Sie diesen Download-Manager und dann können Sie ganz toll und ganz schnell Ihre Bandbreite erhöhen. Und dann, wenn Sie Software installiert haben, dann werden Ihre Eingaben aufgezeichnet. Also es ist jetzt nicht netzwerkspezifisch, das ist jetzt nur, was es für Malware so typischerweise gibt. Würmer haben als Begriff oft die Idee, dass das, oder ich beginne erstmal mit dem Virus, dann ist es leichter. Also ein Virus, das ist ein Programm, das eben das Ziel hat, sich auf diesem Host, auf diesem Gerät auszuführen und Kopien von sich selbst in andere Anwendungen zu schreiben. Das heißt, wenn wir irgendeine Anwendung haben, die den Virus enthält, soll sie auf diesem Rechner weitere Anwendungen identifizieren, die sie befallen kann, damit sie einfach sich auf dem Rechner weiter repliziert, so dass sie eben möglichst viele Dateien befällt, mit der Hoffnung, dass diese Dateien weitergeschickt werden, weitergegeben werden, und dann befällt sie dort auch die verschiedenen Dateien. Ein Wurm ist das Ganze noch erweitert mit so einer Art Netzwerkeffekt. Also das heißt, die Würmer befallen nicht nur die Dateien lokal, sondern versuchen sich auch über das Internet weiter zu verbreiten oder über das Netzwerk weiter zu verbreiten. Und da gibt es verschiedene sehr populäre Würmer, wie sich auswirken, wie schnell so ein Ausbruch-Effekt hatte, weil es oft eben denselben
dieselbe Sicherheitslücke ausnutzt, sich verschickt, dort auch, wo es eben empfangen wird, Anwendung findet und sich eben auch übers Internet verbreitet. Okay. So, schauen wir mal so mehr netzwerktypische Angriffe an. Denial-of-Service-Angriff, das hat den Zweck, den Zugriff eines Benutzers oder vom Benutzer auf eine Ressource zu verhindern. Welche Schutzziele greifen wir damit an? Wenn wir quasi dafür sorgen, dass ein Opfergerät oder ein angegriffenes Gerät nicht mehr erreichbar ist. Genau, also damit lässt sich gut die Verfügbarkeit angreifen. Und der Grundgedanke ist, dass man eben ein Ziel aussucht. Und ganz pauschal gesprochen hat er auch einen Abarbeitungspuffer, ob es im Netzwerk Router vor ihm ist oder in seiner Anwendung. Die Beantwortung von Anfragen dauert ein bisschen Zeit. Und während dieser Zeit neue Anfragen reinkommen, wird es eben einen Puffer geschieben. Jetzt ist das Ziel bei so einem Denial-of-Service-Angriff, dass man mit möglichst vielen Geräten Anfragen an dieses Opfer stellt, damit sein Puffer gefüllt wird. Damit eben neue Anfragen von möglichst vielen gleichzeitig auftreten und sein Puffer gefüllt wird. Und wenn mal ein valider Knoten kommt, der wirklich eine echte Anfrage hat, dann schickt er auch seine Nachricht und der Puffer ist voll und wird eben nicht mehr neu angenommen. Und so wird das ist so der Grundgedanke eines Denial-of-Service-Angriffs, dass eben möglichst viele Pakete die Abarbeitungswarteschlange des Empfängers, dieses Opfers dann eben belegen und valide Anfragen dann nicht mehr verarbeitet werden können. Okay, dann auch ganz typisch in Netzwerken, das Mithören und die anderen, also erstmal das Mithören von Paketen. Wenn wir jetzt so ein Broadcast-Medium haben, wie eben das busgetriebene Ethernet oder WLAN, Luft als Schnittstelle, dann gibt es diesen Promiscuous, also Belauschmodus zwischen Netzwerkkarten, also da kann man die Netzwerkkarte so einstellen, dass Pakete, die im Header nicht die eigene Adresse tragen, dennoch ausgelesen und verarbeitet werden. Also normalerweise haben Sie irgendwie eine Nachricht und da ist der Header des Layers 2 dran und dort steht eben drin, wer ist dieser Einhauptnachbar, der jetzt hiermit adressiert wird. Also A kann zum Beispiel eine Nachricht an B schicken und da steht drin, oder B an A. Und da steht drin, Empfänger ist eben A. Und normalerweise reagiert die Netzwerkkarte der anderen Beteiligten so, dass sie da reinschaut, sieht, es ist nicht für mich und ich verwerfe das. Aber man kann sie ja nicht dazu zwingen. Man kann eben diesen anderen Modus nehmen, sodass dennoch alle Pakete, die über das Medium geschickt werden, ausgewertet werden und an die höhere Schicht weitergeleitet werden. Und da kann man eben alles mitlesen, welche Anwendungen, welche Nachrichten da empfangen werden. Ja? Aus Kali? Ja, wenn man ein Netzwerk hat, in Kali Linux in den Monitor draufsetzt, kann man ebenfalls alle Pakete mit Netzwerk. Ich glaube, das ist dasselbe. Also Promiscuous-Modus steht im 802.11 Standard als Begriff so da. Und deshalb ist das in der Standardsprache ebenso zu dem Netzwerkprotokoll und in der Linux-Welt hat man vielleicht einen verständlicheren Namen gewählt. Genau, und es gibt Anwendungen, damit können Sie eben die ganzen empfangenen Nachrichten anzeigen. Typischerweise zeigt es eben nur Ihre Pakete an, aber wenn Sie Ihre Netzwerkkarte so einstellen, dass alle Pakete weitergeleitet werden, können Sie das einfach mitlesen. So, dann hatten wir, also das, auf was wäre das denn ein Angriff? Auf die Vertraulichkeit, ja. Also dann, wenn hier wichtige Sachen drinstehen, dann würde ja der Empfänger eine andere Person zusätzlich sein, die nicht leseberechtigt ist und diese Lesemöglichkeit für uns unzulässige Empfänger, das ist eben ein Angriff auf die Vertraulichkeit. Dann haben wir noch die Option, wenn wir jetzt so ein Multi-Hop-Routing haben, ja, und hier geht eben die Nachricht von mehreren Knoten hinweg, egal wie, und A und B legen wo es C. So, und C erzeugt einfach ein Paket, in dem drin steht, dass das Paket von B käme. Auf was wäre das denn ein Angriff?
Ja. Genau, also da auf die Authentizität, weil eben die an der Kommunikation beteiligten Empfänger und Absender eben nicht mehr stimmen. Also da hat C sich eben für jemand anders ausgesetzt. Es ist kein Angriff auf die Vertraulichkeit, weil es kann eine Information sein, die frei jeder lesen kann. Die Nachricht wurde nicht verändert, also die wurde nicht manipuliert, weil sie wurde eben frisch neu erzeugt, nur halt mit falschen Werten. Und genau, und jetzt ist es eigentlich ein Angriff auf die Authentifizierung. So, und dann kann man auch das Ganze noch so verpacken, dass man einen Replay-Angriff, also einen Abspielangriff fährt. Das heißt, zunächst sendet der Knoten B eine Nachricht an Knoten A und da steht drin, ich bin Knoten B und ich sende an Knoten A und hier sind meine Zugangsdaten. Und später hat jetzt, also C hat das jetzt aufgezeichnet, hat sich das gemerkt und spielt es später genauso ein, ändert vielleicht die Absenderadresse, aber auch, muss es auch nicht unbedingt. Also es kann auch gut passieren, dass da drin steht, ich bin User B und überweise bitte Geld an Send Money, also irgendwie irgendeine Aktion, die veranlasst werden soll. Und wenn C später eben genau dieses Paket 1:1 wieder einspielt, dann ist es wieder ein Angriff auf die Authentifizierung, es ist wieder kein Angriff auf die Integrität, weil das Paket wurde ja nicht manipuliert. Es kann genauso gut valide sein. Aber es ist eben der Empfänger, die Empfänger- oder Absenderadresse, die ist eben fehlerhaft. Und deshalb muss man verschiedene Sicherheitsaspekte reinbringen, um es dann vertraulich und integer und authentifiziert zu gestalten. So dass man in der Kommunikation immer weiß, wer der Absender war, dass die Nachricht nicht verändert wurde und von niemandem gelesen wurde, die nicht berechtigt wurde. Okay. Genau, also das ist jetzt nur grob angerissen, es gibt eine ganze Vorlesung dazu. Wenn Sie dazu mehr Interesse haben, die findet meistens im Sommersemester statt. Und auch in Kapitel 8 werden wir das nochmal aufgreifen und dann nochmal im Detail einige spezielle Angriffe anschauen, wie zum Beispiel das Routing angegriffen werden kann oder wie so die Basisbausteine für sichere Kommunikation im Internet aussehen. Okay, dann wollen wir Kapitel 1 eigentlich nur noch abschließen mit einer kurzen Übersicht der Geschichte der Computernetzwerke. Das ist mehr so eine Übersichtssache, das müssen Sie jetzt nicht im Detail auswendig lernen, nur damit Sie Geschichten, so ein Bild davon haben, wie sich das entwickelt hat. Und das Ganze beginnt hier mit 1961, aber ich greife etwas weiter zurück. Ich hatte jetzt gerade vorgestern ein sehr spannendes Buch bei der Gute-Nacht-Lektüre gelesen. Und da ging es auch um Kommunikation. Und also eigentlich für Kinder erklärt. Also daher passt es vielleicht so überblicksweise hier auch ganz gut. Also da gab es geschichtlich, ich zeichne Ihnen mal ein bisschen was aus, nur damit Sie ein bisschen mehr Kontext haben. Gibt es einige Kulturen, die schon früher auf Telekommunikation gesetzt haben. Also ganz ursprünglichen Möglichkeiten, in die Ferne zu kommunizieren. Da kennen Sie auch die Geschichte vom Marathon, dass einmal die Griechen, ich weiß nicht, gegen wen haben sie gewonnen? Ja. Gegen Perser? Ja. Ah. Okay, genau. Da haben sie gegen Perser gewonnen und eine Option war, dass einfach jemand von A nach B läuft und die Nachricht überbringt in der Marathondistanz und dann stirbt. War nicht so ganz, also das war eine Option. Später hatte der König Xerxes, gegen den sie da gekämpft haben, auch, oder nicht später, sondern vorab, ein Nachrichtenkommunikationssystem aufgebaut. Wer Herr der Ringe gesehen hat, der kennt das mit den Leuchttürmen, wo das Feuer von Gondor entzündet wird. Damals gab es auch eben Türme, die in Hördistanz zueinander waren. Und da konnte man sich mit einer richtigen Lautstärke Sachen zuschreien. Es hat nicht immer gut funktioniert, wenn eben der Wind in die falsche Richtung blies, aber war schon ganz zuverlässig. Später, die Römer, die hatten dann aufgebaut eine Art Reitersystem, sodass
wenn im Land irgendwo etwas passierte und das nach Rom herangetragen werden sollte, dann gab es Reiter, die ritten von Reitstation zu Reitstation, wechselten dort die Pferde und gingen aber persönlich, also der Erste, der eben losritt, kam auch später an, also war so eine Art Paket, der von dem Pferde Hopp für Hopp weitergetragen wurde. Dann hat man später eingeführt, so in Anlehnung an diese, an die Leuchttürme, ein Telegrafensystem. Das haben Sie gesehen, wenn, ich glaube, in irgendwelchen alten Bildern gibt es noch diese Darstellung mit den Armen bei Eisenbahnstationen. Also je nachdem, wie sie eben gerichtet waren, hieß es bestimmte Symbole. Da konnte man recht viele Symbole damit kodieren. Und es war auch eine erste Zeit lang ganz sinnvoll, bis man eben dann dazu überging, zu telegrafieren. Dann gab es eine lange Leitung, hat festgestellt eben, dass man darüber gut Morsezeichen, die dann eben erfunden wurde, weiterreichen konnte. So, und nach dem Morsezeichen, kurz danach, kamen dann die Telefone, weil man festgestellt hat, man kann nicht nur solche Pieps darauf emulieren, sondern irgendwelche Stimmen und man konnte telefonieren. Und das hat sich eigentlich recht lang gehalten, also bis dann eben man aufkam mit der Untersuchung, theoretische Untersuchung, dass es gar nicht so sinnvoll ist, so ein Draht, so eine Verbindung exklusiv zu nutzen, sondern es gab einfach die theoretische Betrachtung, dass so eine Paketvermittlung recht effizient sein könnte. Ja, dass es besser ist, als wenn man eben die Verbindung komplett für sich reserviert. Und dann ging es eben dazu, über so ganz langsam, also wenn Sie noch Modem hatten, dann haben Sie zwar nicht Morse gehört, aber sehr ähnlich eben auch so eine Abfolge von Tönen, die dann irgendeine Bedeutung dann hatten, nicht eben Buchstaben kodiert haben, sondern Nullen und Einsen. Und so nach und nach haben sich die ersten Forschung dazu entwickelt, wie man Nachrichten eben übertragen könnte. Und da gab es erste Netzwerke, die aufgebaut wurden, um eben zu schauen, wie so eine Kommunikation in so einer Weitentfernung mit mehreren Zwischenknoten realisiert werden kann. Okay. Initial, also das war durch Militärforschung eben vorangetrieben, für den Fall, dass eben es auch Angriffe auf die USA gibt und da muss man sich austauschen und wissen, was eben im Land passiert. Es gab recht wenige Knoten, aber man konnte sich schon Nachrichten zuschicken, man könnte schon Netzwerkstatus überprüfen, man konnte sich schon leichte Nachrichten schicken und das war schon der erste Schritt. Parallel dazu oder erweiternd dazu gab es auch erste kabellose Kommunikationsansätze. Und zwar sehr bekannt ist das Aloha-Netzwerk auf Hawaii, das eben die Grundprinzip hatte, dass es in der Mitte irgendeine große Basisstation gab und rundherum gab es verteilt irgendwelche kleinen Mobilstationen. Und das Ziel war, dass Mobilstation A mit Mobilstation B kommunizieren kann mit dem Umweg über die Basisstation. Da hat man sich überlegt, wie sollen die Knoten kommunizieren, dass es nicht zu Kollisionen kommt. Und hat man sich das Protokoll dafür überlegt. Und nun wurden die Netzwerke immer größer. Und man hat sich überlegt, gut, wie sollen Netzwerke denn an sich aufgebaut sein, damit sie gut skalieren können, gut wachsen können. Und da wurden die Prinzipien für die Verbindung und die Verbindung von Netzwerken aufgestellt. Also wie kann man Netze auch untereinander verbinden? Die Ziele dabei sind, möglichst autonom zu sein. Das heißt, jedes Netzwerk soll möglichst innerhalb seiner selbst die Aufgaben erfüllen und keine internen Änderungen, also keine Informationen, die innerhalb eines Netzwerks relevant ist, aber für die anderen nicht, weitergeben. Also es soll möglichst nur das weitergegeben werden, was wirklich relevant ist. Und wenn jetzt zwei Netzwerke miteinander, ich mache mal noch ein drittes Netzwerk, jetzt wird mir was unterstellt, so. Und wenn jetzt mehrere Netzwerke miteinander verbunden sind, dann soll eben das ganze Management, das für ein Netzwerk relevant ist, möglichst in dem Netzwerk gehalten werden und nur die Pakete weitergereicht werden, die eben weitergegeben werden müssen. Also möglichst minimale Funktion auch nach außen, möglichst wenig Zustand über andere Netzwerke,
soll man wissen, damit es nicht zu komplex wird. Also aktuell, wenn Sie jetzt eben ein Paket von A nach B schicken, müssen Sie ja nur wissen, dass Ihr Empfänger B heißt, aber nicht, in was für einem Netzwerk er sich befindet, auf welchem Kontinent. Sie brauchen nur die Empfängeradresse. Das heißt, möglichst minimale Informationen. Und damit es überhaupt erstmal funktioniert, hat man alle Garantien weggelassen. Also wenn es funktioniert, soll es funktionieren. Wenn nicht, dann funktioniert es eben nicht. Also Best Effort. Das hat dafür gesorgt, dass die Protokolle möglichst einfach sind, möglichst robust, nicht so viel Zustand verwalten müssen, nicht so viel Overhead mit sich herumschleppen, weil früher war Speicher wirklich essentiell. Also explizit auch kein Zustand über andere Router. Also wirklich möglichst simpel, dumm und einfach. Deshalb ist auch eben keine Sicherheit mit drin. Und alles dezentral. Das war auch essentiell, dass eben jedes Netzwerk nur über sein Netzwerk bekannt Informationen hat und nicht die Interna der anderen Netze kennen soll. Also die Kontrolle soll wirklich über das eigene Netzwerk erfolgen und nicht über das gesamte Netz. Weil die Gefahr ist, wenn man so eine zentrale Kontrolle hat über das gesamte Netz, eine globale Kontrolle, dann kann da schnell was kaputt gehen, schnell eine falsche Einstellung und dann ist alles aus. Wenn Sie aber bei einem dezentralen Kontrollsystem einen Fehler machen, dann ist das Netzwerk vielleicht ausgefallen, das ist regional begrenzt, Sie können das beheben, aber der Rest des Internets funktioniert gut. Okay, was hat sich dann noch weiterentwickelt? Es gab verschiedene Entwicklungen, verschiedene Protokolle, das Netzwerk wächst, es wurden feste Paketgrößen definiert, das war vorteilhaft, dass eben nicht so ein unberechenbar langer Bitstrom da übertragen wird, sondern verlässliche Längen da bestehen, sodass man eben die Protokoll- und die Nachrichtverarbeitung takten kann, sodass man weiß, genau dann ist das Ende und dann beginnt der nächste Schritt. Und ist einfach förderlich für die Verarbeitung der Pakete. Okay. Und nach entwickelt sich das Netzwerk. Also jetzt, wo die Ein-Hop-Kommunikation funktionierte, hat man TCP/IP eingeführt, um die Multi-Hop-Konnektivität zu erreichen. Das heißt, mit 200 Knoten, sagen wir mal, ist halbwegs noch überschaubar, wen es im Netzwerk gibt, wohin man routen muss. Man kann globales Wissen haben, um jeden einzelnen Knoten zu erreichen. Aber je mehr Knoten es werden, desto mehr braucht man ein Routing-Protokoll, das für beliebig große Netzwerke ausgelegt wird, eben das IP-Protokoll. Und dann hat man noch eingeführt, dass eben auch Anwendungen adressiert werden können und zuverlässige Kommunikation stattfindet, das heißt Reihenfolge, Zustellungsgarantie und so weiter. So, und nachdem man eben die TCP-Schicht hatte, also das Netzwerk und alles darunter gut gekapselt war, konnte man sich daran machen, schöne Anwendungen zu bauen. Erstmal ein E-Mail-Protokoll, also Simple Mail Transfer Protocol, Dynamic Name Service, nein, Distributed Naming Service, DNS, File Transfer Protocol und so ähnlich und so weiter, dass man eben Nachrichten sich senden konnte, man nicht mehr auf IP-Adressen angewiesen war, sondern echte Namen verwendet werden konnte, die man sich als Mensch merken konnte. Und dass man Dateien übertragen konnte. Dann hat man festgestellt, das Netzwerk wuchs ja immer weiter, dass wir auch Überlastkontrolle, also im Netzwerk Verstopfung des Netzes angehen müssen, wurde TCP um diese Funktionalität erweitert. Und am Ende, also innerhalb von wenigen Jahren, sind wir von 200 auf 100.000 Endsysteme angewachsen. Also es waren dann wirklich Protokolle, die darauf ausgelegt sind, hoch zu skalieren, möglichst Millionen von Knoten zu erfassen, in menschenlesbaren Namen die Geräte adressieren zu können und man konnte Nachrichten und Dateien verschicken. Okay, dann Anfang der 90er Jahre, irgendwas, was da passiert ist, Anfang 90er, Ende 80er, die militärische Nutzung vielleicht nicht mehr notwendig macht. Könnte es da was gewesen, gegeben haben? Ja? Genau, also Ende des Kalten Krieges gab es und dann war es nicht mehr so relevant, also da war die Bedrohung durch Russland und der militärische Nutzen vielleicht nicht mehr so wichtig in der Geschichte, sodass man eben mehr dann wieder auf den Kommerz setzen konnte und da hat man die Einschränkung der kommerziellen Nutzung aufgehoben.
konnte man jetzt vermarkten, das Kapital konnte leben. Und dann explodierte dann die ganze Anwendung halt eben noch weiter, weil man konnte sich den Zugang zum Internet kaufen, so wie heute auch, über die Internet Service Provider, und es gab erste Ideen schon zum Hypertext in den 45er, 60er Jahren. Also letztlich heißt es ja nicht viel mehr als, Sie haben ein Dokument und da steht irgendein Text und da haben Sie noch einen Link und es verweist auf ein anderes Dokument. Und das ist eben dann ein Graph von Dokumenten, das ist Hypertext, also eben mit Links zu anderen Texten. Und Tim Berners-Lee hat dann eingeführt, wie diese Dokumente wirklich von der Struktur her organisiert sein sollen. Also wie ist die Language, die Hypertext Markup Language, die beschreibt, dass das eben ein Text ist, dass das ein Link ist, dass da noch ein Bild vielleicht ist, dass da eine Tabelle ist, dass es fett geschrieben ist oder kursiv. Das hat er eingeführt, und er hat ein Protokoll eingeführt auf der Anwendungsebene, das beschreibt, wie die Nachrichten, wie diese Seiten abgerufen werden und vielleicht auch hochgeladen werden. Also das, was Sie eben jetzt in diesem ersten, in der praktischen Übung umsetzen, wie kommen wir an die Nachrichten, an die Seiten heran. Und damit es eben automatisiert wird, gab es den ersten Browser, und von da aus ging es dann los, also Netscape und Mozilla gab es dann, und ich glaube, das haben Sie auch miterlebt. Okay, gut. Nachdem dann eben das Web ganz erfolgreich war, gab es dann noch einen kleinen kleine Erweiterung, also Ende der 90er Jahre war man so bedient mit Webseiten. Gut, das funktionierte, E-Mail funktionierte, FTP, ja, na gut, nicht so hip. Aber Instant Messaging kam noch auf, und vor allem wollten die Leute jetzt auch File-Sharing, weil zusätzlich dazu kam um dieselbe Zeit Ende der 90er MP3 auf. Das heißt, man konnte Daten, Musik vor allem, sehr gut komprimieren. Die Dateigrößen sanken von 50 Megabyte auf 5 oder 3 oder so ähnlich. Und dann hatte man Interesse daran. Und das gab einen ziemlichen Boom zu diesen Anwendungen, sodass es bis zu 70-80% des gesamten Internet-Traffics ausmachte. Man hat aber auch festgestellt, dass die Anwendungen jetzt nicht nur gut funktionieren sollen, sondern die müssen auch sicher sein. Also die kommerzielle Verwendung rückte mehr in den Fokus. E-Commerce-Plattformen, eBay und ähnliches kamen auf. Und von da an öffnete sich letztlich die ganze Anwendungswelt. Ich glaube, das ist nicht mehr so ganz aktuell, das war mehr so Ende 2000er. Peer-to-Peer hatte so mal seinen Hype. Was aktuell sehr hoch und sehr gefragt ist, ist alles, was mit großen Datenmengen zu tun hat, Video, Livestreaming auch. Und das ist spannend, wie es sich weiterentwickelt. Also Echtzeit-Streaming von Videos, von Spielen auch, das wird eine größere Anwendung sein. Dass irgendwann, es gibt verschiedene Visionen, wohin es sich entwickelt natürlich. Es gibt die Vision, dass irgendwann haben Sie so die Cloud, wo alle Ressourcen drin sind, und Sie hocken da mit Ihrem kleinen Rechner, der recht schwach sein kann, weil alle Kommunikation, alle Daten, alle Spiele, alle hochbandbreitigen Anwendungen alle in der Cloud verarbeitet werden können, und Ihr Gerät kann ganz schwach sein, es wird alles von der Cloud bedient. Ja, kann man beliebig spekulieren, wohin es sich entwickelt. Okay. Gut. Dann also nochmal kurz der Überblick, was hatten wir alles betrachtet? Wir hatten uns also angeschaut, wie das Netzwerk aufgebaut ist, also einmal Rand des Netzwerks und das Innere des Netzwerks und welche Arten von Netzwerkarten es geben kann, also paketvermittelnd, leitungsvermittelnd. Wir haben kurz besprochen die Leistungsgrößen, wie man Netzwerke beschreibt, dass Verluste, Bandbreite, Verzögerung, Durchsatz relevant sind und wichtig eben die Schichten, welche Aufgaben im Netzwerk vorhanden sind. Und in den nächsten Kapiteln werden wir diese Schichten eben aufgreifen und von oben beginnend, also von der Anwendungsschicht beginnend, das Stück für Stück durchgehen. Und genau, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also damit beginnen wir dann auch heute. Haben Sie erstmal zu dieser Übersicht eine Frage? Okay.
So, dann sind wir auch bei der Anwendungsschicht. Also nochmal, was ist nochmal die Aufgabe der Anwendungsschicht? Ja, wenn wir das Schichtmodell uns vornehmen, dann haben wir ja das Ziel, uns zu überlegen, wie sehen die Nachrichten aus? Also welche Datenfelder gibt es, in welcher Reihenfolge, welche Anfragearten gibt es, das senden wir dann rüber, dann müssen wir definieren, welche Antwortmöglichkeiten gibt es dazu, Antwortmöglichkeit A, B, C, und dann wie reagiert unser Anfragender darauf. Also ganz, ganz typisch, dass sie erstmal vielleicht ankündigen, ich möchte mich jetzt bei dir einloggen, der andere sagt, ja, wie ist denn deine Zugriffsdaten, ganz, ganz pauschal gesprochen, dann schicken wir unsere Einloginformationen rüber und dann wird uns dargestellt, was haben wir jetzt gesehen, also auf was können wir zugreifen, dann treffen wir eine Auswahl und so weiter. Also dass sie eben besprechen, also abhandeln, was sie anfragen, was sie antworten können, wie die Nachrichten aussehen. Okay, und in dieser Anwendungsschicht, sobald Sie eben diese Nachrichtentypen definiert sind, werden die Nachrichten an unsere Schicht weitergegeben, an TCP oder UDP im Internet, und dann wird eben das verschickt und beim Empfänger zugestellt durch Magie. Genau, und wie dieses TCP-UDP funktioniert, schauen wir uns eben in Kapitel 3 an. Jetzt gehen wir so nach und nach die Schichten durch. Okay, also, was hier bei den Anwendungen wichtig ist, ist eben zu schauen, wie baut man sich so Protokolle auf, was gibt es da für Entscheidungen, welche Dienstarten bietet uns unsere Transportschicht. Also wir können ja nur das nutzen, was uns die Transportschicht zur Verfügung stellt. Was stellt sie uns eigentlich zur Verfügung, was können wir damit machen? Und wenn wir eine Anwendung bauen, gibt es eigentlich zwei große Paradigmen, die man umsetzen kann. Entweder so ein kleines Server-Paradigma, wo eben ein Server immer einen Dienst anbietet und einer konsumiert den nur. Oder man baut einen Dienst auf, wo jeder Teilnehmer sowohl Konsument als auch Anbieter ist. Und dann schauen wir uns einige Protokolle an, die eben sehr relevant sind in der Internetwelt. Okay, abgeschlossen wird das damit, wie implementiert man in echt so eine Anwendung, wenn sie per TCP oder UDP Nachrichten verschicken will. Schauen wir uns also mal einige Anwendungen an und dann gehen wir auch dort rein. Also ich weiß nicht, also na gut, ich glaube, Sie alle nutzen das Internet, Sie alle nutzen irgendwelche Internetanwendungen, was eben, ich glaube, alle nutzen E-Mail, Web, Instant Messaging, WhatsApp, naja, Terminal-Fernzugriff, nutzt das jemand von Ihnen? Per Konsole, ah ja, doch, gibt es ein paar. File-Sharing, nutzt das jemand für Ubuntu-Distribution? Seltener. Ah ja, doch, gibt's doch. Okay. Netzwerkspiele, das heißt untereinander sich auszutauschen, und das ist natürlich sehr populär, Videoclips. Das ist auch ganz interessant, dass Streaming von Videoclips und Multimedia-Daten wirklich immer noch limitiert ist durch die Beschränkungen des Internets. Also alles andere funktioniert ganz okay, also E-Mail funktioniert, da ist nie das Netzwerk ein Bottleneck, aber Sie können natürlich ein Video derart aufblähen und aufputschen, dass das Internet doch zum Bottleneck wird. Also ganz typisches Beispiel, Sie wollen 8K 360 Grad Video in 60 Frames per Second streamen, weil Sie das wollen. Und das können Sie halt nicht. Und auch wenn Sie YouTube nutzen, das geht halt nicht. Und da ist es interessant, wie man das dann vielleicht doch realisieren kann. Okay, VoIP nutzen noch die meisten, wenn Sie telefonieren, Videoconferencing, Cloud Computing. Also was ist die Grundidee? Nochmal schematisch, wir haben hier die Endgeräte und nur die Endgeräte sind miteinander in Verbindung. Hier haben wir den Server, hier haben wir einen Client, hier haben wir einen anderen Client. Und jetzt auf dieser Anwendungsschicht betrachten wir nur, wie müssen die Nachrichten aussehen, in welcher Reihenfolge die jetzt ausgetauscht werden, um einen bestimmten Dienst abzurufen. Wir nehmen an, dass die über das Netzwerk kommunizieren, die Zustellung erfolgt einfach zuverlässig. Und was innen im Netzwerk passiert, ist uns eigentlich egal. Also das wird einfach als Blackbox gesehen. Das heißt, was im Inneren des Netzwerks geschieht, ist uns egal, da gibt es keine Anwendungen, es sind wirklich nur die Endsysteme.
So, und jetzt ist doch ganz spannend zu schauen, wie kann man verschiedene Anwendungen da realisieren. Bei dem Server, habe ich schon angemerkt, gibt es einen Anbieter, der immer eingeschaltet ist und der ständig lauscht auf einen bestimmten Port, auf einen bestimmten, also er hat eine Anwendung, die eben ansprechbar ist, hat eine feste IP-Adresse, die bekannt ist, unter irgendeinem bekannten Namen können Sie diesen Server aufrufen. Manchmal gibt es Serverfarmen oder die Cloud, die dahinter steckt, die einfach das hier in so einer Art größeres Konglomerat zusammenfasst. Aber der Grundgedanke ist letztlich, dass Sie immer einen Anbieter haben, der immer online ist, der immer alle Daten hat. Und die Clients, die gehen online, offline, die wollen ganz oft den Dienst nicht. Aber wenn Sie den Dienst wollen, rufen Sie die Adresse des Servers auf und senden dem Ihre Anfrage. Also ganz typisch ist, die sind halt oft offline, die haben immer wechselnde IP-Adressen. Miteinander kommunizieren sie nicht, also untereinander gibt es keine Kommunikation. Es ist wirklich nur eine Kommunikation ausschließlich mit dem Server. Hat es Vorteile? Was ist das Gute dran? Warum machen das fast alle immer so? Was könnte denn, also die Verfügbarkeit ist ein Vorteil, was könnte denn ein Nachteil sein? Ja? Also das Serverfarm ist auch begrenzt sozusagen. Also man kann ja vielleicht, wenn man ein Vektor, das hat vielleicht 40 Kilobit oder so, und ein P2P-Sparm kann ja ein paar Millionen User haben. Wenn die alle ein Mbit abrutschen, hat man dementsprechend mehr Ressourcen zur Verfügung als das wird das auch haben. Ja? Nochmal bitte. Ja. Genau, also die Verfügbarkeit ist sowohl Vorteil als auch Nachteil, weil eben, genau, es ist Single Point of Failure. Und ein anderer Punkt ist, dass das hier ganz schön, also wenn der hier drei Clients bedient, ist ja noch okay, aber wenn er eine Million oder 10 Millionen bedienen muss, dann wird es immer teurer, das bereitzustellen. Demgegenüber so eine reine P2P-Architektur ist, sie haben halt verschiedene Clients, sie haben keinen einzigen Server im Spiel und die sind jetzt irgendwie untereinander verbunden und sorgen durch verschiedene clevere Protokolle dafür, dass wenn irgendein Bedarf besteht, zum Beispiel irgendeine Datei abgerufen werden soll, die Datei gefunden wird und die Übertragung stattfindet. Und wenn ein Knoten ausfällt, naja gut, davon gehen die Protokolle auch aus, werden die eben auch ausgetauscht und die Funktionalität wird immer noch bereitgestellt. Es gibt immer noch Peer-to-Peer-Netze mit 2,5-3 Millionen Netzwerkteilnehmern und die funktionieren halt noch, die sind stabil, da kann jeder einzelne Knoten ausgeschaltet werden. Ja? Genau, also die Frage ist, ob, also für die Aufnahme, ob man nicht einen Server mit Einstiegspunkten bräuchte. Also irgendwoher muss man schon die Einstiegspunkte haben, ob die jetzt auf dem Server gehalten werden oder irgendwie anders bekannt gemacht werden. Das ist dann recht variabel. Also das Wichtige ist, dass man nur irgendeinen von den potenziellen Millionen Netzwerkteilnehmern kennt. Und sobald man eben einen kennt, kann man über den ins Netzwerk einsteigen. Das stimmt. Also ob es jetzt ein Server sein soll oder als selbstbetriebener oder ob man irgendwie regelmäßig an irgendwelchen Punkten irgendwo Informationen hinterlässt, das kann variabel sein. Aber einen Einstiegspunkt brauchen wir. Naja, und der Grundgedanke ist auch, dass je mehr Knoten hinzukommen, nehmen wir mal hier das Beispiel, wir haben 1 Million Teilnehmer und dann kommen 9 weitere hinzu, dann erhöhen sich ihre Kosten von, also verzehnfachen sich, ganz pauschal gesprochen.
Auf der anderen Seite, wenn Sie hier von 1 Million auf 10 Millionen kommen, haben sich die Kosten jetzt nicht vergrößert, weil es sind ja auch neue Knoten hinzugekommen, die wieder selber neue Ressourcen hinzugegeben haben. Die Verfügbarkeit kann auch durch Protokolle gelöst werden, sodass eben Daten verfügbar bleiben, repliziert werden, selbst wenn Knoten offline gehen. Ein Nachteil ist aber, fällt Ihnen da ein Nachteil ein? Warum ist es schwer, so eine P2P-Anwendung zu bauen vielleicht? Also ich bin überzeugt, dass Sie sehr großen, Sie sehen das alles sehr positiv, das finde ich super. Wir haben sehr viele offene Themen zum Bau von P2P-Anwendungen. Und wenn Sie da interessiert sind, dann kommen Sie ruhig vorbei für eine Bachelorarbeit. Ja? Ja, die können kompromittiert werden, aber das ist eigentlich nicht so sehr das Problem. Also das Problem ist oft, wenn Ihr Netzwerk immer weiter wächst und Sie finden einen Bug, dann haben Sie ein Problem. Oder das Netzwerk stürzt ab und Sie wissen nicht warum. Und Sie müssen das am Code ändern. Dann machen Sie das hier beim Server ganz leicht. Dann ändern Sie halt was am Code und starten es neu. Aber hier geht es nicht mehr. Das heißt, die ganze Funktionalität und die ganzen Robustheitsverfahren müssen von Anfang an drin sein, oder damit es eben richtig wächst. Okay. Es gibt noch Kombinationen davon. Also es gibt noch Ansätze, die versuchen, das Ganze irgendwie die positiven Seiten aus beiden zu übernehmen, dass man irgendwie einen zentralen Ansatz hat, wo wichtige Informationen zwischengelagert wird, aber eben nicht wo große Datensätze darüber ausgetauscht werden. Das heißt, so ein koordinierender Server wird manchmal vorgesehen, dass eben die Verbindungen, die Übertragungen alle peer-to-peer stattfinden, die Koordination aber unterstützt wird durch den Server. Man kann es natürlich auch völlig dezentral machen, aber das wird oft so, wenn peer-to-peer-Anwendungen bestehen, dann werden sie oft so umgesetzt, um auch irgend so ein Billing, also eine Abrechnung oder eine Zugriffsfunktion oder Zugangskontrolle vornehmen zu können über den Server, und danach kann man im Netzwerk teilnehmen. Okay, kommen wir nochmal auf die Aufgabe der Anwendungsschicht zurück. Also zum Thema Peer-to-Peer-Netze gibt es auch eine Vorlesung, findet auch meist im Sommersemester statt. Wenn Sie sich da ein Interesse haben, können Sie ja Ausschau halten. Alternativ kann man auch die alten Vorlesungsaufzeichnungen nehmen, die auch alle verfügbar sind, und manche haben das gemacht, sich zusätzlich darin noch prüfen lassen, wenn Sie noch irgendeinen Kurs benötigt haben. Ist vielleicht auch nur für später relevant. Okay, schauen wir uns nochmal die Aufgabe an, die die Anwendungsschicht umsetzen muss. Sie hat ja als gegeben von der Transportschicht so eine Art Kanal, dass der Prozess auf Host A mit dem Prozess auf Host B kommunizieren kann. Das heißt, es sind wirklich kommunizierende Prozesse, die untereinander Nachrichten austauschen. Es können diese zwei Prozesse auch auf einem Host stattfinden, das ist dann irgendwie Interprozesskommunikation. Die können über das Betriebssystem miteinander kommunizieren oder im typischen Fall auch über andere Geräte. Also das Wichtige ist nur, dass wir eben Prozesse haben, A1, A2 mit B1, sagen wir mal. So, und auch hier haben wir die Begriffe wiederkehrend. Also ein Serverprozess ist ein Gerät, ist ein Prozess, das einfach nur einen offenen Zugang hat, in dem man Nachrichten schicken kann. Und sonst von sich aus startet es keine Anfragen, sondern es wartet einfach auf eingehende Nachrichten. Und ein Client-Prozess, das trägt nicht dazu bei, dass der Dienst bereitgestellt wird, sondern das startet sporadisch eben eine Anfrage. Also ganz so, wie man sich das auch vorstellt. Und die Umsetzung dieser unteren Schicht, also der Transportschicht, wird über sogenannte Sockets realisiert. Diese Sockets sind diese Tore, über die die Nachrichten reinkommen in die Anwendung oder an die Sie die Nachrichten, Ihre Nachrichten übergeben können. Das heißt, wenn im Prozess irgendeine Nachricht fertiggestellt wird, wird sie an einen Socket geschickt mit dem Auftrag, es an einen gewissen Empfänger zuzustellen. Und wenn die Nachricht einkommt, dann kommt sie auch über das Socket auf der Empfängerseite ein. Für die Anwendung ist es eigentlich irrelevant, was dahinter passiert, hinter dieser Tür, hinter diesem Socket.
Das Wichtige ist nur, dass man die richtig aufsetzt. Das heißt, diese Sockets lassen sich belegen mit einem Transportprotokoll. Das heißt, das sind dann TCP-Sockets oder UDP-Sockets. Man kann einige Parameter noch einstellen. Aber sonst, sobald die Verbindung erstmal aufgebaut ist, sobald diese Sockets erstmal existieren, nutzt man die einfach, um die Nachrichten da rauszuschieben an die Netzwerkwelt oder darüber Nachrichten zu erhalten. Und was dort intern eben passiert, das ist für die Anwendung recht irrelevant. So, haben Sie eine Idee, wie wir jetzt Sockets benennen können? Also jedes dieser Sockets ist letztlich einem Prozess zugeordnet. Ne? Und für jede Nachricht müssen wir ja auf der Anwendungsschicht, haben wir einen Prozess zugeordnet und jeder Prozess muss ja identifizierbar sein. Haben Sie eine Idee, wie wir die Prozesse adressieren könnten auf einem Gerät? Ja? Genau, also wir nutzen eine 16-Bit lange Bitfolge, 16-Bit lange Zeichenfolge, genau, Bitfolge. Das heißt, bis zu circa, also 2 hoch, also bis zu circa 64.000 Ports können wir verwenden. Und dann haben wir letztlich einen Host, das ist seine, also da kommen wir noch später zu, die IP-Adresse. Und auf diesem Host gibt es bis zu 2 hoch 16, also ca. 64.000 Prozesse. Weil es eben so viele Portnummern gibt. Und jeder Prozess ist eben durch die Kombination dieser beiden identifizierbar. Also einmal IP-Adresse und Portnummer. Und da gibt es einfach die Konvention, dass manche Portnummern nur vom Administrator festgelegt werden können, dem der Host gehört, weil es einfach netzwerkwichtige Protokolle ausführt. Das sind meistens die Portnummern von, müssen wir nochmal prüfen, von 0, also bis 1024, müsste eigentlich dann 1 sein. Einen Moment. Okay. So, und unter diesem ist dann zum Beispiel die, der HTTP-Server erreichbar oder der E-Mail-Server, DNS-Server und ähnliches. Und wenn jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben einen Server, der ist durch einen Namen gekennzeichnet, das wird dann übersetzt über das DNS-Protokoll, da kommen wir noch dazu, in irgendeine IP-Adresse und eine Portnummer. Und der Webserver läuft eben unter dieser IP-Adresse und dieser Portnummer und erwartet Nachrichten. Und alle eingehenden Nachrichten, die dem HTTP-Protokoll angehören, werden dort verarbeitet. Okay, das ist also das eine. Wir können jetzt also, haben wir schon angerissen, die Ports adressieren die Prozesse auf einzelnen Hosts. Der nächste Punkt, den ein Protokoll eben realisieren soll, ist die Arten von Nachrichten, die es gibt. Es gibt sehr oft Requests und Responses und es gibt eben eine sehr oft eben so eine zusammenhängende Tabelle, welche Requests die initial senden können, welche potenzielle Responses es dazu gibt, wie sie dann wiederum darauf reagieren können. Es ist dann wirklich so ein Hin und Her an Kommunikation festgeschrieben, was möglich ist. Sie haben, nehmen wir mal ein Beispiel, 3 mögliche Anfragearten. Wenn Sie sich festgelegt haben, Anfrageart Nummer A ausgewählt haben, gibt es vielleicht, was weiß ich, 5 Antwortmöglichkeiten darauf. Wenn Antwortmöglichkeit Nummer B gewählt wurde, haben Sie wiederum 2 Möglichkeiten darauf zu reagieren. Und diese Pfade, die quasi die Kommunikation nehmen kann, das muss man festlegen. Das ist die Art der Nachricht. Dann muss man noch die Syntax festlegen. Das heißt, wenn Sie so eine Nachricht haben, welche Felder gibt es? Was soll da drin stehen? In welcher Reihenfolge? Also sind ja dann eine Nachricht, wird am Ende immer eine Bitfolge sein. Dann muss man eben klären, welche Bedeutung haben die ersten 16 Bits, welche Bedeutung haben die nächsten 16 Bits oder 32 oder andere Anzahl von Bits. Also das ist die Syntax, der Aufbau der Nachricht. Und die Semantik, also wie kann man darauf reagieren, wenn jetzt eben Anfrage Nummer X gekommen ist, welche Antwortoptionen haben wir, wie müssen wir damit weiter vorgehen. Und diese Regeln für das Senden und Antworten, also eben das, was ich hier aufgezeichnet habe, das macht den größten Teil eben des Protokolls aus, verbunden mit dem Aufbau der Nachrichten. Und normalerweise werden diese Protokolle, wenn sie jetzt öffentlich sind, in Requests for Comments beschrieben,
Da steht eben genau drin, es gibt Anfragetyp X, Y, Z. Auf Anfragetyp X kann man so und so antworten, auf Anfragetyp Y kann man so und so antworten. Dabei müssen die Nachrichten so und so aussehen. Und das ist eben in diesen Request for Comments immer festgeschrieben. Es gibt auch andere Standards, wo das drin steht, aber das ist so ein üblicher, also gerade die alten Standards sind in Request for Comments festgehalten. Okay, und dann gibt es noch die nicht öffentlichen Protokolle, wo eben der Inhalt unklar ist. Da sind die Nachrichten, also dem Hersteller liegen natürlich die Protokollbeschreibungen auch vor, aber die Reihenfolge und der Inhalt ist nicht öffentlich dokumentiert. Man weiß nicht, was die Bits bedeuten, wie sie ausgelesen, verarbeitet werden. Man weiß nicht, welche Antwortmöglichkeiten es gibt. Das sind einfach Protokolle, die zwar auch dokumentiert sind, aber eben deren Dokumentation für uns nicht zugänglich ist. Nur damit Sie mal so eine Protokollbeschreibung sehen, das ist jetzt kein Anwendungsprotokoll, sondern eben ein UDP-Protokoll, aber da steht eben so drin, welche Aufgaben es hat, wie das Format davon ist, also dass die ersten 16 Bits die Source Port beschreiben, die nächsten 16 Bits Destination Port, und so ist es eben beschrieben, welche Felder in der Nachricht welche Bedeutung haben, warum es verwendet wird. Und solche Beschreibungen haben Sie eben noch für HTTP oder FTP oder ähnliches. Okay, so, jetzt haben wir also, jetzt wissen wir, okay, Anwendungen, das sind kommunizierende Prozesse. Und jedes dieser Prozesse muss ich jetzt also überlegen, wie ist die Syntax ihrer Nachricht, welche ist die Semantik, also welche Nachrichtentypen gibt es. Und der nächste Schritt ist, diese Nachrichten loszuschicken. Dazu muss eine Verbindung, muss ein Socket genutzt werden, das uns eben einen Tunnel bietet von unserem Prozess zu dem Prozess auf der Empfängerseite. Und nun kann es verschiedene Einflüsse eben auf diese Übertragung geben, eben Datenverlust, Zeitanforderungen oder Bandbreiteanforderungen. Und manche können eben mit Datenverlust umgehen, also gerade wenn es um Multimedia-Übertragungen geht, dass eben aktuell die Information wichtig ist, aber in 20 Millisekunden nicht mehr, dann ist Datenverlust hinnehmbar. Andere Anwendungen brauchen explizit feste Garantien, dass die Nachrichtenübertragung zuverlässig war. Zum Beispiel, dass jedes einzelne Bit korrekt übertragen wurde. Manche haben eine Zeitanforderung, dass eben innerhalb von, mit einer Frequenz von 20 Millisekunden zum Beispiel immer eine neue Nachricht erzeugt wird und die idealerweise auch in gewissen zeitlichen Rahmen mit gewissen Vorgaben, also wie lang spätestens die Nachricht unterwegs sein darf. Und auch Bandbreitenanforderungen, also auch da gibt es einen definierbaren Bereich, dass eben so und so viel Traffic durchgeht oder eben nicht. Es gibt noch einen anderen Aspekt, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, wird noch später aufgegriffen, ich führe das gern hier nochmal ein, der nennt sich Jitter auf Englisch oder Latenzvarianz. Haben Sie das mal gehört? Ah ja, Sie kennen sich aus. Sie haben ja auch die Fernzugriffskonsolen genutzt. So, Latenzvarianz, Jitter, was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Empfänger in periodischen Abständen, zum Beispiel alle 20 Millisekunden, Nachricht erzeugt. Und dann ist die Frage, wenn jetzt die Pakete innerhalb auf der Empfängerseite mit einem Abstand von 20 Millisekunden erwartet werden, ganz typisches Beispiel für Audioübertragung, ja, dann wird eben 20 Millisekunden lang Ihre Stimme aufgenommen und dann abgeschickt. 20 Millisekunden lang Ihre Stimme aufgenommen, abgeschickt. Und jetzt wäre das Ideale natürlich auch, dass die Pakete genau in dieser Abfolge eintreffen. Nun kommt aber ein Paket etwas früher an, weil sagen wir mal, hier haben wir eine Sekunde dazwischen. Eins kommt ein bisschen später an, eins kommt pünktlich, eins kommt viel später an, das andere dafür wieder früher. Und diese Abweichung von der Erwartung, also die Varianz der Latenz, das nennt man Jitter. Und je kleiner das ist, desto näher sind Sie am Erwartungsankunftszeiten der Pakete und es ist besser für Multimedia-Daten. Okay. So, und je nach Anwendung haben wir eben verschiedene Anforderungen an die Datenübertragung. Also Dateitransfers brauchen jedes Bit, also Verlust wird nicht geduldet, ebenso bei E-Mails und bei Web.
weil jedes Bit kann da entscheidend sein. Bandbreite ist aber recht, naja, elastisch, das heißt, mal brauchen Sie mehr, mal weniger, das ist nicht genau festgelegt. Auch ist nicht wichtig, dass es innerhalb von x Millisekunden ankommt. Auf der anderen Seite haben Sie diese Multimedia-Anforderungen, wo Nachrichten verloren gehen können, wenn eben innerhalb einer gewissen Deadline die Nachricht ankommen müssen und darüber hinaus sind die Verluste, also wenn die länger brauchen als diese x Millisekunden, und danach brauchen sie auch nicht mehr zu kommen. Naja, und oft gibt es diese zwei Klassen, die betrachtet werden, und die, wo jedes Bit eben zählt, die brauchen verlässliche Datenübertragung, und die solche Echtzeitanforderungen haben, mit der Nebenbedingung, dass es auch toleriert wird, wenn alte Pakete verworfen werden, die brauchen meist keine zuverlässige Übertragung. Und das bieten eben, das sind so die zwei Protoklassen für unsere Transportschicht eben auch, die TCP-Dienste, also Transport Control, Transmission Control Protocol und Unified Datagram Protocol, glaube ich. Dass eben diese zwei Protokolle die Hauptbedürfnisse erfüllen. Also bei TCP ist es so, dass sie eben eine zuverlässige Datenübertragung realisiert. Das heißt, wir kündigen erst an, dass es eine Verbindung geben wird, sodass das erste Paket, das losgeschickt wird, schon als verloren detektiert werden kann, falls es verloren geht. Das heißt, wir kündigen an, jetzt kommen Nachrichten, das ist der Empfänger, das ist der Absender. Beide einigen sich auf irgendwelche Verbindungsinformationen, sodass sie, sobald es dann wirklich losgeht, genau feststellen können, aha, Paket 1 kam später als Paket 2 und hier ist 2, dass sie schon gleich die Reihenfolge erkennen und fehlende Pakete erkennen können. Das heißt, jedes Paket wird dann zugestellt, die Reihenfolge wird erhalten, der Empfänger wird nicht überlastet und das Netzwerk wird nicht überlastet. Was man aber nicht hat, sind Zeitgarantien, also wir können nicht garantieren, dass die Pakete innerhalb von x Millisekunden ankommen oder dass x Pakete innerhalb der nächsten Zeit ankommen. Und auf der anderen Seite gibt es die UDP-Dienste, die einfach unzuverlässig arbeiten. Da haben wir den Absender, den Empfänger und die sind wirklich sehr, sehr einfach. Da wird einfach losgeschickt. Und das, was dieses UDP eigentlich letztlich bietet, ist nur, dass wir die Nachrichten auf der Empfängerseite im Prozess zuordnen können. Es gibt keine Reihenfolgeerhaltung, keine Zustellungsgarantie, keine Flusskontrolle, keine Überlastkontrolle. Und genau das finden wir auch wieder, also so wie wir vorher die Anwendung hatten und die Multimedia-Anwendungen, die eben darauf aus sind, gewisse Nachrichten möglichst schnell zuzustellen, innerhalb von 20 Millisekunden jeweils, und wenn es zu alt wird, dann brauchen wir die Pakete nicht mehr. Die nutzen meist UDP und die, wo es um jedes Bit geht, die nutzen meist TCP. Aber das werden wir dann noch eben aufgreifen. Okay, und morgen beginnen wir das Thema mit dem Web und dem HTTP-Protokoll. Und morgen findet auch die Übung statt, das heißt, die Übungsaufgaben sind ja schon seit letzter Woche online. Wir versuchen die immer zur Übung für die nächste Woche dann online zu stellen. Das heißt, dann freuen wir uns auf die Übung nächste Woche mit Ihnen auch. Morgen. Also morgen Vorlesung und Übung. Bis morgen.